Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Green Hell. Und wir sind gerade wieder mal auf der alten Karte unterwegs, und zwar 36, 39. Das ist ja irgendwo hier unten, und ich will zum Schlangenpass. Das heißt, wir würden so südwestlich weitergehen wie der letzten Folge, damit ich hier ja unser neues Püppchen veredeln kann und dann auch mal vorzeigen bei den Zabuwaka, in der Hoffnung, dass sie dann endlich mal sagen, ja, das reicht uns jetzt, wir vertrauen dir jetzt. Das wäre doch wunderschön. Hier ist da schon das Sumpfgebiet. Bin ich weiter, als ich dachte? Moment. 38, 40. Gut, wenn ich jetzt hier immer Richtung weiter Westen gehe, ist das auch okay. Irgendwie muss ich ja an diese Ecke da kommen. Wahrscheinlich nochmal durch eine Höhle gehen. Das Wasser sieht so schön aus. Da ist dieser beschissene Stachelrochen, der mich schon ein paar Mal gestochen hat. Oh, das Wasser ist auch so schön. Das sieht so schön aus hier, das Wasser. Und trotzdem ist es schmutzig. So, das ist das hier. Und wir müssen aber noch weiter Richtung Westen. Guck mal, das ist korrekt. Hier ist doch eine schöne Höhle. Flogen zwei Steine. Wir sind doch noch nicht da, oder? Bin gerade unsicher. Gehen wir lieber noch ein Stück weiter. Genau, hier ist die Höhle, die dann weiter rüber führt. Wahrscheinlich verbunden mit dem anderen. Kein Obsidian? Nein. Aber hier sehe ich doch einen Skorpion. Okay. So, dann kommen wir hier oben raus und ich aus Erinnerung weiß ich noch, dass ich dann hier um die Ecke muss. Wir müssen bald schlafen. Dabei haben wir gerade mal Mittag. Habe ich nicht mal. Oh Gott. Ich esse mal die, die ich noch kann. Ist nicht so sehr viel. Da oben ist noch ein blauer. Schon besser, schon viel besser. Genau, unser kleiner Überstand. Und dann noch ein Stück weiter. Oh, wir sind doch schon zu weit. Wenn da die Brücke ist, sind wir schon zu weit. Ah, da ist der Zugang. Wäre ich doch glatt dran vorbeigegangen. Übrigens ist der Bug auch immer noch drin, dass wenn ich neue lade ins Spiel, man diesen Sound hört. Manchmal, vielleicht habt ihr das in manchen Folgen schon gehört, dass
Dass man immer noch hört, wie Jake den Stein umwirft. Moment, darum muss ich. Genau, diesen Stein hier wirft er jedes Mal wieder um. Selbst wenn er gar nicht da ist. Ihr könnt es euch bestimmt schon denken, ich werde erstmal wieder zu dem Wächter da und in der Nähe da zur Hütte gehen, zum Speichern. Und dann sehen wir mal, wo die Mondhöhle war. Es war auf jeden Fall die, die unterirdisch war, die ich schon angemacht hatte. Um dann festzustellen, dass mir die Puppe fehlt. Ihn. Auch gar nicht mit dem reden, der wird mich noch nicht reinlassen. Deswegen. Aber wir haben ihn bald. Also bald können wir ihn endlich dazu bringen, hoffe ich. Dass er uns anerkennt. So, wo ist hier mein Hütchen? Da, schön getarnt. Okay. Gucken wir doch mal. Neue Karte. 46, 39. Ganz oben. Wir müssen erstmal komplett südlich. Würde ich vorschlagen. Komplett Süden runter. Und dann gehen wir die Wand Richtung Osten weiter. Schlafen wurde überbewertet, oder? Kleines Nickerchen vielleicht? Ah doch, kleines Nickerchen können wir uns doch erlauben, oder? Was meint er? Etwas Glück. Doch, genau, ich hatte in der Höhle auf jeden Fall auch noch eine Schlafmöglichkeit. So, gibt es denn hier vielleicht was Gekochtes auf den Steinen hier? Gekochten Ara? Leider. Ah ja, mein Ara-Fleisch, was ich zum Test hingelegt hatte. Das ist natürlich verdorben. Ich wollte doch wissen, ob man hier was kochen kann auf den Stein. Leider nicht. So, aber ich muss mich mit dem heißen Wasser vielleicht doch trotzdem mal waschen. Geht doch nicht. Wette für die Jabberwacka müssen wir noch irgendwie was rausfinden, was mit diesem Wasser zu tun hat. Das haben die mit Sicherheit nicht umsonst eingebaut. Pfeile haben wir noch wie viele? Immer noch 7, passt. Schleich dich. Oh, hier geht's wieder tief runter. 45, 45. Wer ist jetzt diesen Berg raufgegangen? Oh, da wird jetzt wirklich die Frage, wie kommen wir jetzt hier runter? Ich hoffe, hier gibt es einen Weg runter, einen sicheren. Karte, neuer Ort. Oh, hier ist noch ein Lager. Und es ist gerade keiner zu Hause. Ist das wieder praktisch?
Dann machen wir doch direkt wieder alles kaputt. Da sind wir hier noch einen hochgegangen. Eigentlich echt gemein von mir. Die kommen irgendwann wieder und denken sich, was ist hier passiert? Gott, wo geht's denn hier hin? Sieht auch so besonders aus gerade hier. 43, 44. Ist egal, wir müssen jetzt irgendwie mal Richtung Süden, ne? Und sicher runter sieht es ja auch nicht aus. Gott. Nee, ich glaube, hier runter sliden könnte mächtig schief gehen. Aber ich weiß gerade keine andere Idee. Ach komm, das ist doch eine kleine Verletzung, das ist doch gar nichts. Das heilt doch im Nu. Dafür hast du den Weg gespart, Jake, ja? Energie sparen. Gott, was ist das denn hier? Was wird das hier sein, ne? 42, 45? Ne, wir sind schon fast viel zu weit. Die Richtung. Eigentlich unmöglich, dass man mit so einem verstauchten Bein noch so schnell laufen kann. Ohne dass es schlimmer wird. Habe ich noch was? Egel. Gott sei Dank nur Egel. Ah, ich glaube, da geht's schon zu der Höhle. Aber ich weiß, dass die Hütte oben war zum Speichern. Bin ich doch wieder zu weit. 42, 47. Süden. Doch, ja. Kommt mir gerade zu falsch vor. Aber ist doch unten. Das ist doch nicht richtig. Aber immerhin, ich habe hier tatsächlich mal einen Speicherort hingestellt. Irgendwas übersehe ich gerade. 40, 48. Ja, jetzt sind wir natürlich viel zu weit. Ach, oder? Süden? Ja. Süden dann an der Wand lang. Machen wir es halt so. Vorbei! Ich hab's eilig. Dringende Lieferung in die Höhle. Das ist nicht die gesuchte Höhle. 41, 49. Habe ich die überhaupt noch gar nicht eingezeichnet? Die ist nicht eingezeichnet? Das ist auch wirklich nur eine kleine Höhle. Nichts drin.
So von da Richtung Westen. Moment. Die Früchte nehme ich mit. Genau, hier geht's nach oben. Nahrungstechnisch halten wir gerade echt gut durch. So, der kann da langlaufen, das ist mir egal. Ich schlafe jetzt ein Stück. Und dann speichere ich. Diesmal in der Reihenfolge. So. Ich möchte gerne im Hellen durch weitergehen. Brauchen wir noch Nüsse, die gut sind? Eine. Das hält noch eine Weile. Das brauche ich nicht gleich essen. Das esse ich mal schon. Die auch. So, ich hoffe, ich kann wieder sicher ins Wasser fallen. Oh Gott. Ich habe die Steine gesehen, dachte nur, es ist vorbei. Ach ja, wir werden gleich wieder Äste brauchen. Mist. Hier wollte ich was bauen, hatte schon keine mehr. Ich nehme gleich mal welche mit. So, wir brauchen kleine, haben wir Gott sei Dank sogar noch einige. Toll, es gibt gar nichts wieder. Schade. Hier ist eine Obsidian-Klinge, die kann ich leider nicht so auseinandernehmen, dass ich das Obsidian wieder kriege. Das wär schön gewesen. Ah doch, da vorne geht's dann wieder rein. So war das. Da hoch. Hatte ich schon wieder völlig vergessen. Was? Das habe ich noch nicht gelesen? Ach doch. Ja, das hatten wir schon gelesen. So, dann gucken wir mal, ob es fürs Feuer reicht. Ernsthaft, ein Stock fehlt? Ein Glück, dass hier ein Baum steht. Sehr schön. Dann machen wir das doch fertig. Auf zu fluchen endlich mal, verdammt. So, dann nutzen wir das doch mal. Halten. Auf den Frosch. Oder so ein Tier hier, so ein Meerschweintier. Kapibäre oder so, wie die heißen? Ich bin mir gar nicht mal sicher. Puh, gucken, was haben wir denn Schönes? Oh, wunderbar. Yes. Endlich können wir zum Häuptling. Das heißt, die Höhle raus, den Fluss entlang und dann hoch. Sehr, sehr schön. Stimmt, hier draußen wären auch viele Bäume gewesen für Holz. Alles halb so schlimm.
Gut, dann ist jetzt wieder eine ganze Reihe Schwimmer angesagt. Fragt mich, wie das vom Klima so ist. Das vom Klima so ist beim Schwimmen. Wenn man beim Dschungel ja wahrscheinlich eher durch die Hitze und so, durch diese wahrscheinlich hohe Luftfeuchtigkeit auch, so ein bisschen ausgelaugt ist. Ob man dann so ein Schwimmen wie jetzt hier, so ein Bad, eher genießt oder ob es einen das eher noch müder macht, noch mehr schlaucht. Irgendwo wieder hochgehen können. Genau. Gucken wir mal, wo wir sind. 44, 46. Genau. Ich würde sagen, wir gehen mal am besten erstmal hier an diesem Norden, an den Stein lang und dann an dem lang Richtung Westen. Gott, hoffentlich geht das gut. Sieht aber danach aus. Gott, wer hat denn hier sich solche Wege ausgedacht? Das ist doch alles viel zu gefährlich. Gehen wir jetzt aber auch die Muffe gerade. Herz darüber zu springen. Ich habe ja nicht mal gespeichert. Ah. 45, 47. Oh nee, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Norden. Immer noch. Oh Gott. Du musst den Sprung ja gleich nochmal machen. Der war auch gerade falsch vor. Ich glaube, es ist schon wieder zu spät. Ich muss aufhören mit aufnehmen. 45, 46, doch, das ist richtig. Das wird schon richtig sein. Irgendwie. Ne, die lasse ich jetzt mal. Jetzt keine Lust drauf. Mal wieder. 46, 44. Die kommen ja eh immer wieder, wie es aussieht. So, immer Norden. Jetzt sind wir richtig. Okay, perfekt. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie über die heißen Quellen drüber. Da können wir den Weg von vorher nehmen. Sehr gut. Genau hier rum müsste es eigentlich sein. Schnell ein bisschen hydrieren, damit wir da nicht so ausgetrocknet ankommen. Wahrscheinlich mal viel reden mit dem Stammesältesten da. So, mein lieber Freund, ich habe ganz viele Geschenke mitgebracht. Wie, nein? Moment, ich muss nicht zu ihm, ich muss... Ach Gott, nein. Ich muss doch gar nicht zu ihm. Ich muss zu dem anderen zuerst.
Na gut, aber wir mussten trotzdem hierher wegen der Trophäe. Wir müssen erst zu dem Shabuaka-Dorf. Mal wieder. Ja, das ist dann schon wieder ein ganzer Weg zusätzlich, den wir machen müssen. Das geht wohl nicht anders. Also Richtung Osten und wieder zurück. Ah, das ist wieder Postbote spielen hier. So, dann werde ich erstmal gucken, dass ich wieder zu den Angaraka komme. Ungaraka? Nee. Ich glaube, die Moari müssten das sein in dem Dorf. Sehr schön. Hat er mich einfach wieder weggestoßen. Ein Glück, dass er nicht mich gleich richtig angreift. Wieder die Abkürzung hier runtergehen. Aha. Und dann sind wir. Wo ist die Karte? Genau. Möglichst Norden. Das Gebiet, wo ich auch vor einigen Folgen noch mal überlegt habe, ob ich dann hier notfalls Honig sammeln muss. Ich glaube, das war die Stelle hier. Falls ich Honig gar nicht finde. Weil hier sind viele tote Bäume. Aber hat sich ja zum Glück anders gelöst. Mal eiskalt. Ah, wir bräuchten bald wieder ein bisschen Fleisch. Und 43, 35. Oh, wir sind schon wieder zu weit gegangen. Komplett Osten. Sag mal, sind denn hier überall welche? Hier waren noch vorher nicht so viele. Die vermehren sich wie die Fliegen. Ach, da ist es, Gott sei Dank. Da ist doch schon das Dorf. Erstmal hört man wieder Leute schnarchen. Ich würde sagen, ich gehe gar nicht zum Dorf. Ich gehe doch natürlich gleich wieder zu meiner Hütte. Da fühle ich mich doch inzwischen noch mehr zu Hause. Hier, ja. Oh, wunderschön. Da werde ich mir noch zur Freude gleich mal die Falle aufstellen, damit ich hier dann den nächsten Schwein habe. So. Wassertechnisch schon mal noch versorgt. Sogar damit noch versorgt. Wir haben wirklich wenig Wasser gebraucht die letzte Zeit.
Ja gut, und dann würde ich sagen, ja, ich muss jetzt auch mal aufhören mit aufnehmen, meine Stimme versagt langsam. Ich würde sagen, den Weg zum letzten Typ hier machen wir dann das nächste Mal. Ist er dann wieder hier? Obwohl, so weit ist es eigentlich gar nicht. Das ist ja die Abkürzung hier. 36. 36, 36. Da muss ich dann hin. Und da komme ich dann hier raus. Und kann direkt durch. Machen wir beim nächsten Mal. Ja, wir sehen uns, ne? Vielen Dank fürs Einschalten, dabei sein. Habt einen schönen Tag, eine gute Nacht, eine schöne Woche, was auch immer. Pfingsten ist jetzt, bei mir steht gerade Pfingsten an, bei euch ist das wahrscheinlich schon lange vorbei. Ich hoffe, ihr hattet schöne Pfingsten, sage ich jetzt mal in dem Fall. Ja, bis bald. Tschüss.